Zum Baustellenendspurt, bevor die Bahnen der Rhein-Neckar Verkehr GmbH wieder rollen, kommt es derzeit in der Eppelheimer Straße zwischen der Henkel-Terrason-Straße und dem Kurpfalzring. Bereits am vergangenen Freitag wurde die südliche Fahrbahn der Eppelheimer Straße zwischen dem Kranichweg und Marktplatz für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Gut einen Monat vor der Teilinbetriebnahme der Linie 22 stehen für die RNV im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund noch letzte Arbeiten zur Fertigstellung des Gleisabschnitts auf dem Plan. Am Sonntag, 17. Dezember, werden die Straßenbahnen der Linie 22 wieder durch den Pfaffengrund und erstmals auch durch Teile der Bahnstadt rollen. Die Gleisverbindung zwischen der neuen Haltestelle Kranichweg-Stotz und dem Anschluss an die Bahnstadt ist bereits hergestellt. Auf dem Abschnitt zwischen den Haltestellen Kranichweg-Stotz und am Markt zeigt sich bereits erster Flaum des Grüngleises. Auf der weiteren Strecke wird der Rasen in den kommenden Tagen ausgesät. Alle drei Haltestellen sind bereits weitgehend fertiggestellt und mit dynamischen Fahrgastinformationstafeln ausgerüstet. Ab Ende November rollen dann die ersten Bahnen über die neuen Gleise im Pfaffengrund. Zunächst im Rahmen einer Testfahrt, später zur Schulung der RNV-Fahrerinnen und Fahrer auf dem neuen Streckenabschnitt. Die Gesamtmaßnahme Heidelberg-Pfaffengrund wird voraussichtlich im Februar 2018 und damit 2 Monate vor dem geplanten Fertigstellungszeitpunkt abgeschlossen. Ab dem 27. November wird die Eppelheimer Straße für den Individualverkehr wieder in beide Richtungen im endgültigen Zustand befahrbar sein.